Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 2 bei War of the Lich King. Und wir metzeln uns weiter durch die Untotenherde. Unser guter Freund Arthas hier quasi durch das macht. Weil er mal gar nicht so nett ist, was wir tun. Gerade, aber das war er gar nicht. Oh, jetzt ist die Zufriedenheit hier weg. Begleiter. Begleiter. Doch, Zufriedenheit. Ah, nur mit Unzufriedenheit. Okay. Das möchte ich doch sehen. Auch wenn es eigentlich unmöglich ist, aber es gibt mir ein gutes Gefühl. Auch wenn hier unser Freund Asmodus nicht der Beste ist als Bett oder so, aber ich finde das cool. Damals habe ich auch nur Beastmaster gespielt, um hier dieses coole Renotsaurus zu bekommen. Aber leider gab es das nicht als Reittier, glaube ich. Finde ich auch noch cool. So, die haben wir locker erledigt. Ach ja, und der Wollstoff ist hier, Froststoff ist hier mit eingezogen. Dann halt die verschiedenen Leder noch. Meistens alles, was mit Frost zu tun hat. Fanden die ganz toll. Und der Todesritter ist gekommen. Was geht euch durch den Kopf? Die Heldenklasse. So, gucken wir nochmal, was wir Schönes hier haben. Sagen wir, dass das am meisten Gold bringt. 98, 11, 22. Zack, danke sehr. Ja gut, wir sind ja etwas besser ausgerüstet, da wir ja 75 sind. Und was wir auch machen können. Ups. Ja, Tasten sind noch nicht so belegt, wie ich das gerne hätte. Zack, zack. Und zwar können wir Dungeon machen. Kann ja mal anmelden und dann würde das dauern zwischen der Wachzeit 10 Minuten, das ist doch mal eine Ansage, ja? Stampfe mal hier unten rein. Check mal vor, wenn die jetzt weg. Ich glaube, unser Fett ist nicht geschrumpft, als wir das bekommen haben. Das ist gerade etwas unflexibler Typ. Ah, der ist 69 und damit ist nur eine Stufe aufgestiegen. Das war ja eben 68. Darum ziehen wir auch echt fix die Akku. Und wer gesehen hat, war, ich glaube, das war gerade das letzte Gefecht. Und hier gibt es leider immer noch kein Massenloot. Was ich immer noch sehr geil finde. Jetzt gerade mal gucken. Nein, das war es nicht. Ich bin. So, P für Zauberbuch. Powerbook oder so. Sport. Ah, das ist cool. Ne? Sturmangriff können wir auch aktivieren. Einschreiten aktivieren wir auch. Das ist sehr gut. Dann können wir das hier annehmen. Und hier die Kiste. So, also ich habe das hier schon etwas öfters gespielt,
jetzt nicht auf dem Server, aber so allgemein, wenn man so mal ein paar Trinks hochgespielt hat, wie das so ist, ne? Ich habe das echt ziemlich gefeiert. Vor allem Lich King fand ich so cool. Da kann man ja auf Stufe 80. Und ich hatte das Gefühl, so, weil es recht langwierig war. Oder war das? Nee, das war mit Cutter, vergiss es. Hier hatte ich als Main-Charakter auch immer noch meinen Schurken. Damals. Und habe ich den auch noch lange oft gespielt. Den Magier habe ich gerne gespielt. Magier war auch richtig cool. Hallo. Ich glaube, hier gibt es noch eine Quest. Dieses dicke Tier, ne? Das ist so krass. Okay, das ist dann eine Folgequest von anderen. Okay. So, gucken. Was kann ich für euch tun? Ja, konntest du reiten. 5000 Gold. Und wir haben hier den. Sobald wir aufmounten, verschwinden die Pets noch. Oder die Begleiter. Das ist ja mit... Ich glaube, mit Cutter ist das nicht mehr so. Oder mit... Oh, ich weiß es gar nicht. Oder später noch mit... Mr. Pandaria. Kann mich gerne sehr genau daran erinnern. Braucht ihr Hilfe? Das sind zum beiden irgendwann sind die nämlich geblieben, wenn du geflogen hast, sind die noch eine Zeit hinterher, oder reiten die ja noch eine Zeit lang hinterher. Verschwinden dann irgendwann, aber wenn du halt normal am Boden reitest, dann bleiben die ja so lange, bis du entweder wegschickst oder bis du wieder abmountest. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen.